So, ich gehe mal ein bisschen höher. Können wir uns vielleicht noch einen Überblick verschaffen, weil hier stehen nämlich ganz schön viele coole Schiffe in dem Hafen. Alter! Ja, da ist die Stadt. Hier vorne sind, glaube ich, die Bunker, die U-Boot-Bunker. Alter Schwede, ganz schön massiv. Kostet ganz schön viel Ressourcen, so ein U-Boot-Bunker. Wahrscheinlich. Das ist irgendwie eine ganz schöne Verschwendung, meiner Meinung nach. Aber gut, mein, wenn es denn hilft. So, hier haben wir ein Handelsschiff. Wir schwimmen, schweben mal eine Runde weiter durch den Hafen. Einfach, weil ich das so gerne mache. Für die Leute, die es nicht interessiert, ihr könnt ja ein bisschen vorskippen. Aber ich finde sowas total großartig, ehrlich gesagt. Vor allem diese Kameraführung ist soft. Softestens. Boah. Nein. Schade, ich will nicht unter Wasser. Ja, Saunasee. Jung. Und hier vorne ist, glaube ich, die Schleuse, durch die wir gleich rausfahren werden. Ich glaube. Ja, da hinten sieht man sie schon. Hier ist ein Lazarettschiff gewesen, wenn ich das richtig erkannt habe. Hier sind irgendwelche Werften. Hier ist ein spanischer Kollege vor Anker gegangen. Okay. Könnte ich auch stundenlang machen. Könnte ich ganze Videos mitfüllen irgendwie. Aber ist ja nicht Thema hier. Warte. Ich will trotzdem. So, ja. Da waren wir in der Schleuse, da vorne ist noch der Leuchtturm. Alles cool. Hier sind noch, hier ist noch das eine oder andere Bötchen. Und zwar, dahin. Aber die Schleuse ist, glaube ich, hier schon. Deswegen, bleiben wir mal auf der Höhe. So, following a plotted curse. Ich muss mich wirklich noch an das UI gewöhnen. Ich bin schon mehrmals gegen die Schleuse gefahren. Das ist ein Problem. Ich bin gespannt, wie wir es diesmal hinkriegen. So, und das hier. Und das reicht. So, wir sind auf Kurs endlich mit einem völlig zu vernachlässigenden leichten Höhlenschaden. Und ich bleibe auch erstmal aufgetaucht, dann haben wir kein Problem mit Sauerstoff etc. Und schlage mal jetzt unsere Einsatzbefehle nach. Denn wir haben Grid BF-73 zu patrouillieren. Kann mal gucken, wo das ist. Das ist dieses hier. Dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach. Und warten da 24 Stunden. Und dann können wir uns ja frei bewegen hinterher. So, ich tauche jetzt mal auf, weil unsere Batterien praktisch leer sind. So, wir sind bei BF-73 eingetroffen und haben die Order, hier 24 Stunden zu patrouillieren. Ich gehe mal auf Patrouille hier in dem Ding. Wir müssen ja eh 24 Stunden hier bleiben. So, die Patrouille ist so gut wie beendet. Wir waren auch lang genug hier. Hier findet sich aber gar nichts. Deswegen lasst uns mal woanders hinfahren. Nämlich hier deutlich weiter hoch Richtung BF11. Ich hoffe, dass wir da oben an der Südküste von Irland ein bisschen mehr Verkehr haben. Also Schiffsverkehr, verdammte Axt. Oh oh. Oh oh. Das. Schon wieder nach. Kein Schimmer. Ja. 25 Kilometer. Okay, Kurs. Löschen wir den Kurs und kümmern uns um das Teil. Ich habe eine Idee. Wenn das dein wahrscheinlicher Kurs ist, dann werden wir uns hier irgendwo treffen. Jetzt 5000 Meter circa, ein bisschen mehr.
Und zwar nach vorne. Oh, ich bräuchte echt eine Restlichtverstärkung oder irgendwas in der Art. Ich bin auch noch nicht ganz oben. Oh, was ein Seegang. Lock. Merchant Type M33, 5500 Meter Entfernung. Und ja, wir greifen an. Ding ist gelockt. Rohr 1. Hab muzzled over Q, okay. Und Feuer. Als nächstes. Torpedo Impact. Da ist er. Ich sehe überhaupt nichts. Aber wir haben einen Treffer auf jeden Fall. Oh. Du solltest locken. Okay. So, wie sieht's denn aus? Haben wir. Wir haben den aktuellen Kurs. So ziemlich. Okay. Dann. Bindungsklappenrohr 2. Und Rohr 2 Feuer. Oh. Hm. Enemy Unit destroyed. Ja. Scheiße. Torpedo verschwendet, macht aber nichts. Wir haben unsere erste Versenkung. Ja, hier ein bisschen weiter nach Norden zu gucken, Richtung Keltische See, war vielleicht gar nicht so schlecht. So. Und wir sind ja noch auf Periskoptiefe. Ich tauche mal kurz auf. Also batterietechnisch. Aber ich glaube, wir sollten nicht an Deck sein. Müssen wir wieder runter. So. So, nein. Wir fahren weiter auf Kurs. So. Wir sind da. Periskoptief. Weiter geht's. Ich glaube nicht, dass das Wetter großartig besser geworden ist. Aber wir haben was gesehen. Okay, das passt ja eigentlich auch zu unserem Kurs. Nehmen wir den weg. Den weg. Und versuchen mal dahin zu kommen. Okay. Stopp. Na, Mist, der ist weg. Warship moving slow closing, bearing 127 long range. Sehen wir irgendwas davon? Ich wüsste schon gerne, was für eine Sorte. Warship. Und zwar müsste das ja irgendwo hier hinten sein. So, okay, Torpedos sind noch nicht nachgeladen und ein Kriegsschiff südlich von uns. Soll mich das stören? Eigentlich ja nicht. Eigentlich warte ich ja auf den Kontakt da. Warship moving slow away. Gut. Merchant. Bearing 293, long range. Also, wenn ich die Wahl habe, ganz ehrlich, dann nehmen wir doch den Merchant.
Oh, nein, 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 nein. Völlig falsch. So, da ist weg. Und du hast den gegenläufigen Kurs. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn hier schon Kriegsschiffe unterwegs sind, kann das zwei Gründe haben. Das eine ist, die sind hier standardmäßig. Das zweite ist, die sind wegen uns da. Oh, hey, die See ist ruhiger geworden. Yay! Und ich muss nicht hinten gucken, sondern vorne diesmal. Da. Das war eigentlich nicht so schwer zu finden. Lock. Bam. Rohr 3. Warte mal, mal kurz einen Blick drauf werfen, was wir da genau haben, aber egal. Nächste Mal. Erst schießen, dann fragen. So, und diesmal mit Action Cam. Könnte kanadisches Schiff gewesen sein, nach dem bisschen, was ich eben von der Flagge gesehen habe. Aber nichts Riesiges auf jeden Fall. So viel steht schon mal fest. Ich glaube, der sinkt, oder? Würde mich wundern, wenn nicht. Ha, fantastisch. Wie habe ich es vermisst? So. bin eigentlich sogar recht zufrieden mittlerweile mit unseren Ergebnissen. Und im Hinblick auf dieses Kriegsschiff, was sich darum getrieben hat, würde ich vorschlagen, wir verziehen uns auf jeden Fall mal Richtung BF-18. Was war das für ein Kontakt? Ja, diese Rettungsboote, ich glaube, hier treiben sich genug andere Frachter rum, die das mitkriegen und die aufnehmen werden. Weil ich bleibe jetzt nicht hier in der Ecke. That's not our job. Das gefällt mir gar nicht. Ja, ich weiß. Ist mir egal. Solange wie wir... Der Merchant lebt aber ganz schön gefährlich. Und das Witzige ist, beziehungsweise das sehr Unwitzige ist, ich muss den ja fast torpedieren, weil der uns sonst direkt mal meldet. Schauen wir mal, ob die Batterie noch reicht, um einen Schwenk zu machen. So. So. Hoffentlich hat das jetzt gepasst, wie ich mir das vorstelle. Aber jetzt, glaube ich, ist er vorbei, oder? Was natürlich recht schlecht ist, weil wir immer noch das Problem haben, dass wir keine Batterie mehr haben. Merchant moving slow, constant distance. Long range. Hier ist so viel los. Hier ist immer noch nichts passiert. Leider. Die Frage ist, muss ich dazu irgendwelche... Okay, ich sehe aber erstmal nichts, das ist gut. Muss ich dazu irgendwelche Leute zum Laden einteilen? Bautorpedo. Ja, ich würde so gerne wieder tauchen, aber dann ist unsere Batterie direkt wieder leer. Und die ist jetzt gerade erst bei 50%. Ich versuche mal hier aus den Gewässern rauszukommen und ein bisschen so Richtung französische Küste. Und so, Feindkontakt auf dem Rückweg, auf direkt auf Periskoptiefe. Mit Nordkurs, perfekt eigentlich für uns. Wenn wir können ja mal ziemlich
ein dreistes Manöver probieren. Kann man das machen? Und Monsieur dürfte nämlich jetzt in den Bereich unserer hinteren Torpedotube kommen. Da ist er. Alter. Ja, wir wechseln. Wir drehen halt noch. Müssen wir so machen. Bam. Lock. Und ich warte noch einen Moment. Mündungsklappen. Weil hier dreht sich immer noch unser Kurs. Ich hoffe, wir sind gleich ausgerichtet. Noch ist er gelb. Wie weit ist denn die Entfernung? 4500 steigend eigentlich. Was? Keine Ahnung. Eigentlich sollten wir jetzt loslegen. So. Nein. Der Knopf. Feuer. So. Okay. Das war das und wir gehen wieder auf Kurs. Sofort. Wir haben hier Kriegsschiffe und keine Ahnung, was weiß ich nicht alles noch. Bus. Was soll das denn? What the fuck? Wo ist der denn explodiert, bitte? Okay. Egal. Wie dem auch sei, das wird Ihnen unter Garantie nicht entgangen sein. Wäre nett, jetzt unser Periskop hier einzufahren und uns zu verziehen. Da fuck. Worauf haben wir denn da geschossen eben? Ja, keine Ahnung. Wie dem auch sei, ab nach Hause. Ah ja, okay. Nice. So, noch 23 Kilometer, also so langsam. So, Exit Patrol. Dock at Sondersea. So soll das aussehen und wir haben 7452 Bruttoregistertonnen versenkt. Und haben unsere ganze Crew wieder mit nach Hause gebracht. So, wir sind gedockt. Ja, 76% Hull Integrity, das ist dieser Schleuse geschuldet. Ich weiß ja auch nicht. You crew earned promotions and medals. Okay, direkt linken kann ich nicht. Wir haben eine U-Boot-Frontspange erhalten. Ich weiß das auch nur aus der ersten Staffel. Weil... Boah, lass uns erstmal die Offiziere auszeichnen. Ich meine, ich weiß, das ist unfair. Den Kleinen gegenüber. Aber egal. So. Eine U-Boot-War-Badge, ein Kriegsabzeichen. Und? Qualifikation? Habe ich auch noch, oder was? Wir könnten zum Beispiel einfach einen Maschinisten bauen, wenn ich das richtig sehe. Yes, ich bin sure. Und? Haben wir noch eine? Ne, wir haben nur eine bekommen. Okay, ja, super. Wir haben 1596 Ansehen erhalten für die Mission. Haben zwei Schiffe versenkt mit der Gesamttonnage von 7426 Tonnen und sind damit fertig mit unserer ersten Folge in der zweiten Staffel. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Mein Name ist El Hirni oder Mr. Faber oder wie auch immer. Gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und schaltet bald wieder ein, wenn es heißt Silent Hunter oder zu einem meiner anderen Videos. Bye, bye.